Das Café Liuidi in der Lübcker Altstadt am Marienplatz. Ich habe dieses Café jetzt seit 2 Monaten und bin gelernter Bäckermeister eben halt. Mache meinen Kuchen selber nach alten Rezepten, nach alten Hausfrauenrezepten zum Teil und ohne Aromen, künstliche Aromenstoffe oder sowas, nur mit natürlichen Stoffen. Das Café Liuidi habe ich nach dem alten Namen der Stadt Lüfte benannt. Ja, wir sind hier, meine Freundin kommt hier aus Lüchte, ich bin Spanberger und wir machen uns heute einen schönen Sonntagnachmittag. Und da hat man neulich schon gesehen, dass dieses Café hier neu eröffnet hat. Und da haben wir uns gedacht, das gucken wir uns nochmal an, da gehen wir nochmal rein, dann trinken wir nochmal Kaffee. Und wir sind jetzt gerade aus Hamburg gekommen und wollten jetzt hier mal so ein bisschen Kaffee trinken und machen uns hier praktisch so unseren Abschluss. Wir sind schon 2 Jahre hier in Lütje und machen Urlaub. Und wie gefällt es Ihnen hier? Sehr gut, sonst wären wir nicht wiedergekommen. Und von woher kommen Sie? Hier von Kotzebrause. Und wie schmeckt der Kuchen hier? Der Kuchen schmeckt gut. Kommen Sie nochmal wieder nach Lütje? Wenn wir gesund bleiben und uns das Alter das erlaubt, ja. Okay, Stadtbüte, 14 Tage. Ich habe vor ein paar Wochen die Anzeige in der Zeitung gelesen und las ich sehr interessant und haben wir gedacht, wir kommen hier mal hin, gucken uns das an. Wir kommen aus Schweinfurt. Ja, wir sind auf der Durchreise. Wir kommen von Erwitte und wollen nach Bad Pyrmont. Wie gefällt es Ihnen hier in Lüchte? Also wunderschön, es ist eine wunderschöne alte Stadt mit sehr alten Häusern. Sehr, sehr alten Häusern zum Teil. Aber sonst landschaftlich wunderschön. Uns gefällt es hier.